So, liebe Leute, vorletztes Spiel, vielleicht vorletztes Spiel in der Liga, in dieser Saison, nach dem verpassten Titel, dem 1:1 zu Hause gegen RB Leipzig, ist dann halt das Ding durch. Und apropos RB Leipzig, das ist heute der nächste Gegner im DFB-Pokal in Berlin. Und wie gesagt, und dann haben wir noch das ganz, ganz große Highlight in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Und dann wäre es durch. Ja, dann hätten wir sie, dann wäre auch tatsächlich die Karriere, unsere Bayreuth-Karriere nach 4 Saisons durch. Und ja, dann wäre es halt finito. Aber gut, wir haben noch ein bisschen. Ihr habt mich noch ein kleines bisschen an der Backe. So. Auf geht's ins vorletzte Spiel. DFB-Pokal, auch der Titel wäre nicht schlimm. Haben wir nämlich schon. Aber ich will ihn natürlich wieder haben. Ich will natürlich wieder diesen Titel holen. So, auf geht's. Es ist der Höhepunkt im diesjährigen DFB-Pokal. Das Finale steht an. Bleiben Sie dran. Wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie heute zum Endspiel um den DFB-Pokal. Es ist also mal wieder soweit. Einer der Höhepunkte der Fußballsaison steht an, das Pokalfinale. Es wird spannend, es wird dramatisch. Jetzt wollen zwei Mannschaften hier Geschichte schreiben, wollen sich in der langen Liste der Sieger verewigen. Es dürfte wieder mal ein echtes Spektakel werden. Könnte ein tolles Spiel werden. Endspiel also um den DFB-Pokal. Spannende Geschichte. Beide wollen nach dieser harten Saison nochmal auftrumpfen. Und wir schauen mal, was da auf dem Rasen taktisch passiert. Da wird die Aufstellung von RB Leipzig. Peter Gulagi ist im Tor. Piotr Zielinski steht mit Hussein Aouar im Mittelfeld. Und vorne soll es bei Ihnen am heutigen Tage ein einzelner Stürmer richten. Und so gehen sie heute in dieses Spiel. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Ja, versuchen wir es heute. Haben wir RB nochmal schlagen können. In der Liga haben wir es jetzt erstmal nicht geschafft. Jetzt haben wir sie ja, glaube ich, in beiden Spielen 6-0 und 2-0 geschlagen. Jetzt wollen wir natürlich in der Liga im Pokal nochmal ran. Und diesen Titel holen. Vielleicht behalten, wie auch immer. Dann wäre das nämlich schon mal Geschichte und dann hätten wir noch Paris in der nächsten Folge. Da könnte das wieder das letzte Spiel sein. Überhaupt. Also, mal schauen. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Ja, erster Titel futsch. Liga weg. Jetzt geht's im DFB-Pokal um Titel Nummer 2 diese Saison. Und Aubameyang. Und dann doch der Ballverlust. Ja, er wird auch ein bisschen umgestellt, wir auch. Wir haben nicht umgestellt, wir haben Mount. Baku. Nkunku. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Er ist eindeutig in Form, das zeigen schon die drei Treffer, die er in den letzten drei Partien erzielt hat. Milinkovic. Gulashi. Ja, heute ein bisschen anders auftreten als in der Liga noch. In der Liga war es eigentlich mehr oder weniger egal. Weil ich mir auch gehofft hatte, so. Das ist das Tor. Und damit liegen sie. So, 1-0 jetzt mal. In der Liga hatte ich ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht irgendwie doch mal was holen, aber ich hatte nicht damit gerechnet.
Naja, egal. Wir führen das mal 1-0 durch Moukoko im DFB-Pokal nach 11 Minuten. Und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Aber das ist keine Anstrengung. Youssoufa Moukoko, vielleicht mit seinem letzten nationalen Spiel für uns. Ja, ich will ihn gerne verpflichten. Ich werde ihn nicht fest verpflichten können, dafür ist die Kaufoption nicht da. Das ist ja keine Kaufoption. Aber ich will ihn gerne nach der Saison verpflichten. Dann wird erstmal nach Dortmund zurückgehen und dann nochmal mal schauen, was passiert. Es wird nicht das. Wir wollen halt irgendwie den einen oder anderen Star, aber ich werde jetzt nicht 70, 80 Millionen für ein Spiel ausgeben. Gutes Tackling. Ja, was will was? Aus dem Vorteil wurde nichts. Wofür? Was hast du jetzt? Was war los? Schirmt den Ball gut ab. Zielinski. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. So, nächster Angriff. Nur noch der Torwart vor sich. Der Konterball. Jetzt müssen wir genau 2-0, Sterner. Sie machen das Tor. Zwei Tore jetzt. 19. Aktuell deutet alles darauf hin, dass sie dieses Finale gewinnen. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Da machen sie es ihm aber auch leicht und die Chance lässt er sich nicht entgehen. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Koko. Jetzt mal erstmal gegen Rote durch. Ein wichtiger Befreiungsschlag. Und erstmal weg damit. Moukoko. Ah, Moukoko kommt nicht da vorbei. Sie suchen die Lücke. Mount. Aubameyang. Jetzt Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang flankt. Aubameyang war eine gute Flanke, aber gut verteidigt. Fast die Riesenchance für RB. Ja, für Bayreuth hier mit 3-0 sogar in Führung zu gehen. Halbe Stunde mittlerweile rum. Also 2-0 steht, führt man jetzt. Bisher relativ gut. Souverän. Und man hat bisher auch über den Ball kommt in die Mitte. Ja, der kommt jetzt erstmal nicht an. Pass bleibt hängen. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Koko. Sie versuchen es. Und ist abseits, auch wenn der Ball drin ist. Ja, ja, okay, okay. Ich dachte mir jetzt gerade, was ist da für ein Ding jetzt reingefallen? Zentimeter, das waren Meter. Klares Abseits. Mason Mount, Abseits. Und Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, Riesenchance. 3-0! RB sieht das aus, das vermeintliche, den vermeintlichen Anschluss. Kriegt das Ding weggepfiffen und im Gegenzug steht es hier 3-0. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist so viel Power hinter diesem Ball, er hat letztlich keine Chance. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Ja, also 3-0 hätte ich auch nicht erwartet, dass es so ein deutliches Ding wird. Aber ich warte jetzt einfach noch ab, wir spielen das Spiel jetzt irgendwie nach Hause. Rocken das Ding irgendwie jetzt noch. Da hat er die Chance. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Und noch Platz. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Glück gehabt. Habe ich hier Pfiff ab. Gebe ich mit 3-0 zur Pause. 3-0 zur Pause, jawohl. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. So, 0-3 auf jeden Fall der Pausenstand. Gehen wir rein in die zweite, ne? Würde ich sagen. Kann sich Leipzig noch steigern? Das fragen sich hier alle zu Beginn der zweiten Hälfte. Ich nicht. Ich hoffe nicht. Wir sind gespannt, ob sie nach der Pause auftreten können. Ich nehme es mit. So,
Und da ist der Ball wieder weg. So, weil da. Und Aubameyang. Und dann gibt er. Ja, noch nicht ganz. Aber sie können nicht. Lekovic, der immer wieder gut steht da. Glück gehabt. Ja, schade, wenn du Kuku da als Abwehrspieler da hinten. Dani Olmo. Und dann ist es Cabral. Aber der. Sowas von. Das ist fast schon verschenkt. Toll gehalten, aber sie sind frei durch. Da müssen sie mehr draus machen. Sterne. Außen werden die Räume jetzt dafür. Schiri, der hat doch. Also das ist doch ein Foul. Da habe ich den Aubameyang doch gerade schön abgefangen. Weggeschoben, da, dass der nicht aufs Data halt schießen kann. Ah, schade. Lemar. Wieder Baku. Zielinski. Mount. Leipzig über außen. Leipzig ist ein bisschen Platz auf der rechten Seite, Vierer rechten Seite. Sie gehen dazwischen. Aber Chilmert. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, schade. Da ist man weg. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. Ja, wird geblockt. Frühe stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Oh. Ball gewinnen. Aubameyang. Das ist abseits, hätten sie zu gerne vermieden, aber dann ist es doch passiert. Ja, wir haben es ja gesehen, die Bewegung zurück, aus dem Abseits raus, das hat nicht ganz gereicht. War alles in allem ein eher misslungener Angriff. Lang für Baku. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Wird Einwurf geben. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. So, Einwurf RB. Einwurf für uns. Wechsel RB, sowas richtig. Und Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang jetzt. Aubameyang, ist es das? Oh, schade. So, es gibt auf jeden Fall für uns Ecke. So, Ecke durch Sterner. Jetzt der Eckball. Keine ungefährliche Ecke, aber er ist da, das macht er sicher. So. Schuss! Und das macht er sicher. Mukoko. Gute Situation, aber. Noch kann der Keeper das Ding verhindern. Ich denke mal, jetzt ist es aber auch ziemlich amüsant, dass wir. Sie bekommen den Ball nicht raus. Flanke zu Aubameyang. Aubameyang, jetzt ist es durch. 4-0. Das ist natürlich stark. Wir haben den DFB-Pokaltitel verteidigt. Man kann von RB halten, was man möchte. Ich habe auch meine eigene Meinung dazu. Die werde ich natürlich jetzt hier nicht kundtun. Und ich denke mal. Aber trotzdem werden viele sehen, dass das Ding hoch verdient ist. Wir waren relativ schnell mit 2-0 in Front, dann das 3-0 irgendwann, dann ist verwaltet, werden weniger, dann ist ein paar Chancen rausgegeben. Und jetzt steht sogar mit Aubameyang 4-0. Also. So, jetzt werden wir mal durchwechseln. Ein paar Jungs werden natürlich jetzt noch mal ihre letzten Einsätze holen. So. Abiol noch mal rein. Eine Zellwurst gegen wer so kommt. 1, 2, 3, 4. Ja, passt. Dass ich natürlich nicht entgegen.
So, damit haben wir's. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Lempalle hat da nochmal Platz. Schiri würde Futter gerne geben, aber hat er auch. Da machen sie zu, wichtige Aktion. Sie müssen aufpassen. Ja, ich denke mal, das Zimmer ist eh gegessen. Ja, jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. So. Christopher Nkunku. Kuku. Leipzig über außen. Kuku. Verteidiger ist da, er hat den Ball. Super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. So, die Ecke gibt es nochmal für RB. Ecke kommt in die Mitte. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Und noch ein Eckstoß. So. Komm, jetzt sind wir auf jeden Fall noch irgendwie noch zu null. Da ist der Schlusspfiff. Passt. Damit haben sie es geschafft. Sie haben sich den Titel. Stimmt, den internationalen Titel. Und schau dir diese mit dem DFB-Pokal. Das ist schon überragend, was sie gezeigt haben. Nicht nur heute, sie waren die Besten, das können wir nicht anders sagen. Also das war herausragend. Vor allem taktisch war das beeindruckend. Du stehst unter Druck und rufst dann so eine Leistung ab, das ist schon stark. Ja, das auf jeden Fall. Und der Lohn ist natürlich jetzt hier dieser große Triumph. Und wir sehen das noch einmal, wie riesig die Freude ist. Sie gehen alle vollkommen aus sich raus. Das ist genau das, was passiert, wenn ein Lebenstraum in Erfüllung geht. Das können wir hier wunderschön beobachten. Große Momente, besondere Momente, echte Momente. Es gibt kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Tolle Momente, ja. Also das einmal zu erleben, da wird jeder Profi, ach was sage ich, jeder Profi, jeder Fußballer eine Menge für geben. Da ist das Ding. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Jetzt weißt du, du hast. Nach dem verpassten Meistertitel geht es heute mit dem DFB-Pokaltitel zu Ende. Jetzt ist es soweit. Herrlich, 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 herrlich. Die Fans waren wichtig auf dem Sieg in dieses Finale, auf dem Weg zu diesem Sieg. Und auch sie dürfen jetzt den Pokal bewundern. Ja, das ist eine schöne Geste von den Spielerinnen. Man sieht den Zusammenhalt. Ja, und da sind sie vorbildlich. Die Fans spielen eine von den Spielerinnen große Rolle. Vor allem. Und das ist ja das Entscheidende. Das wissen hier tatsächlich auch alle. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das ist, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Johann Buschmann, metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. So, Aufgabe Bayreuth, Aufgabe national zumindest mal erstmal gelöst. Er wäre 57% Ballbesitz. Aber wir haben gesagt, 4-0 klar gewonnen. Passt soweit. Wie in Bremen auch schon gegen RB nochmal mit diesem Weiterkommen. Ja, es waren ein paar Stolpersteine unterwegs. Und dann im Augsburg. Das hätte ich auch nicht erwartet. Gut. Nächste Duell ist dann gegen Paris Saint-Germain. Ist es das letzte Spiel oder gibt es noch eine Saison? Das entscheidet sich morgen in der Folge. Wir haben ein Heimspiel gegen in London. Ja, oder wenn, nee, also Heimspiel, ja. Gut. Ob wir es heute schaffen? Aber auf morgen schaffen, Entschuldigung, so ist es richtig. Das sehen wir dann um 14 Uhr. Dann ist es vielleicht die letzte Saison. Oder es gibt nochmal eine. Bis dahin. Tschüss.